Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Tomb Raider. Weiter geht's mit erstmal Soundcheck. So, jetzt geht's ab nach unten. Und da unten hat was geblinkt. Ach, da kann man wieder hochklettern. Ah, voll. Bisschen Holz kann nicht schaden. Ich kann nichts für ihn tun. Alle Einheiten, neue Info. Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack. Ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Konstantin ist vom Gefängnis hierher unterwegs. Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Hey, hört mich jemand? Sowas habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greift 3 bewaffnete Männer mit einer Axt an. Keine Ahnung, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Wer zur Hölle sind diese Leute? Laut Erstaufklärung sollte ein altes Dorf in den Bergen sein. Haben dort bloß Bauern erwartet. Wir dachten, sie würden sich... Moment, ich schau mal nach. Verstanden. Moment mal, da ist irgendwas. Was ist das? Es wäre auch mal schön, wenn der sich umdrehen würde. Da ist irgendwas. Hier lang muss es sein. Ich seh dich. So und weg. So, ist hier irgendwas noch was zu finden? Ja, ein bisschen Holz. Oh. Kommt noch mehr von ihm. Das war Konstantins Hubschrauber. Was zur Hölle will der hier unten? Schwer zu sagen. Einheimischer wurde zum Verhören lebend gefangen. Es 3 Männer gekostet.
Also die Zentrale will wissen, was dabei rauskommt. Konstantin erwartet mehr von uns. Jemand muss für diesen Fehler bezahlen. Die Munition hat Priorität. Sie muss getrennt bleiben von den Optionen. Ich glaube, wir sollten sie in Reichweite haben. Yes, Sir. Shit, draußen. Die meisten Rationen sind bei der Explosion verbrannt. Das hier ist ein Fehlschlag. Könntet ihr mal woanders... Ja, jetzt muss mein Timer alle gehen. So. Hui. Ja, erstmal alles durchsuchen. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Eigentlich habe ich schon was übersehen. Da gehe ich nochmal zurück. Wenn es geht. Es geht nicht. Heißt, ich weiß schon, wo ich später mal wieder hingehe. Ich habe den Kopf getroffen. Alarm, wir haben einen Eindringling. Ich treffe ihn nicht. Und das war der Kopf. So, Truhe auf. Und 2 von 4 von der automatischen Pistole. Immer her damit. Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn. Sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts.
Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Den zu energieren ist anscheinend nach hinten losgegangen. Oh. Ein altes sowjetisches Schild. Lenin lebte. Lenin lebt. Lenin wird ewig leben. Dieser Ton hat mich jetzt an was verändert. Dass mein Akku ja alle ist. Nicht, dass er währenddessen ausgeht. Deswegen werde ich jetzt mal gerade kurz den Akku anschließen. Da. Das kann. Gehst du noch in die Steckdose und es kann weitergehen. So. Ach gut, es kam von dem. Ist hier irgendwie noch eine andere Wandmalerei? Denn danach habe ich jetzt gar nicht geguckt. Hier drauf ist auch nichts Wichtiges. Gut. Dann heißt es für mich nach oben gehen. Natürlich geht das kaputt. Huch da. Und rein da. Also das hier war der Ort der Explosion. Was ist das da hinten? Ja, da brennt alles weg. Und ich würde sagen, ich mache jetzt hier einen Cut und bis zum nächsten Part.